Weil wir haben da ein paar Gerätschaften zum Einbauen, da ne? Muss ich mal gucken. Was haben wir im Säckchen noch? Kabel und ein Interface. Mal gucken, ich frag mal Spock nochmal. Bildschirm? Anmachen? Fernsehen? Ein Sensorengerät. Sehr empfindlich. Dieses System hat die geologischen Prüfstrahlen der Demeter entdeckt. Es besteht eine reelle Chance, dass es die Anwesenheit der Demeter bereits registriert hatte. So war das damals. Warum scannen wir die Demeter dann nicht sofort? Achso. Weil sie mir erst die Anweisung geben müssen. Das hätte dem Schiff mit Sicherheit Aufschluss über die Existenz dieser Gegenstände gegeben. Wer oder was auch immer an der Steuerung sitzt, wartete, bis sie ohnehin aufgefunden worden waren. Man beachte meine absolut perfekte Konjugation. Worden waren. Das ist Star Trek Deutsch. Natürlich. Ich bin ziemlich sicher, dass es sich hier um eine Art von Transmitter, ich wollte gerade Transvestit So sehen die also sagen, aus. während mir Konstruktion und Stromkreise völlig unbekannt sind, kann ich doch das Fehlen einer Ah. Signalbündelung oder einer Rundstrahlfunktion feststellen. Das System ist auf einen allgemeinen Sektor der Galaxis ausgerichtet. Informationen werden nach einem willkürlichen Signalmuster weitergegeben, wobei der Hauptimpuls die Codeschlüssel trägt. Ja, alles klar, Deutsch Spock, bitte. Das war Deutsch, Captain. Nee. Um es neu zu formulieren und auch für Dummies begreifbar zu machen, Ja. das Signal ist permanent auf einen bestimmten Bereich der Galaxis gerichtet. Ein Bereich, den die Föderation meines Wissens nach noch nicht erforscht hat. Ui. Der Signalstrahl ist nicht stark genug, ein spezifisches System oder gar einen einzelnen Planeten zu fixieren. Diese Einstellung kann nicht abgeändert werden. Heißt das, die telefonieren nach Hause oder so? Hm. Haben Sie es immer noch nicht kapiert? Dann handelt es sich hier nur um ein Überwachungssystem für jemanden oder so. Gut möglich. Darüber hinaus beträgt die Signalfrequenz 0,00052 Engström. Und das ist nicht nur holländisch. Und die Ich glaube, das ist Transmissionen eher sind schwedisch, oder? kodiert. Na, das ist holländisch. Das ist Ja, schwedisch. würde man nicht bewusst Schwedisch Nee, nach diesem Signal suchen, das doch ein holländisches ist, könnte es leicht für Hintergrundstrahlung oder Hinterwäldler Spock, ihr setzt sie bald gleich auf diesen, egal, auf das spitze Teil da. Dann können Sie den gehalten. Transvestiten mal ausprobieren. Das haben Sie alles herausgefunden, indem Sie einfach mit einer Maschine spielten, die Sie noch nie zuvor gesehen hatten? Ja, ich habe einfach mal irgendeinen Lindström angerufen. Ich Achso. bin der wissenschaftliche Offizierdoktor und außerdem bin ich Oh Vulkanier, Gott, ist der falls Sie es noch nicht klugscheißerisch wissen. und auch noch so ein Ego, egal. Ich bin außerdem die wichtigste Person im Raum. Jemand hat da Kabel gefilmt, hat er gesagt, ne? Oder Mit noch was? Ausnahme der Nee? Geräte natürlich. Hat er gesagt, da haben Kabel gefehlt? Ich Okay. weiß nicht, was wir verwenden müssen, sollen, hätten. Was ist das hier? Umgedreht, ein umgedrehter Transvestit oder was? Das ist Dr. McCoy. Dies ist Nein. ein Scanner Langstrecken- und Detaileinsätze. Okay. Dann ist hier wohl nichts mehr. Außer meine gehobene Intelligenz, Außer das nein. Ego, was den ganzen Raum füllt. Wie das Gas vorhin. Ach so, warte mal, dieser Raum hier, wo dieses. Da war noch einer mit einem Schutzschild. Bestimmt war das der, den wir abschalten wollten, genau. Oh, Ich glaube, da das könnte ein auch. Kraftwerk sein, weil oben ist hier so. Sieht man jetzt nicht, aber es kam eben Also ein gerade. Da siehst Schutzschild. Ah, ja, Dann würde ich das sagen, ist. Spock uns da die Frage gestellt, ob wir abschalten wollen. Dann tun wir das mal, ne? Computer? Computer wie bei Star Trek Wieder auf 4 da. war es, glaube ich, Ja, ne? mit der Maus. Ja, Computer, Computer. Ich kann das unbekannte Energiefeld deaktivieren. Soll ich fortfahren? To Jetzt be können wir es machen. continued? Ja, es ist egal, wo es befindet, ich will es loshaben.
Es gibt bestimmt wieder 10 Punkte Minus, aber egal. Captain! Man versucht, das Energiefeld zu deaktivieren, hat irgendeine Computeraktivität ausgelöst. Der Computer wartet auf Bestätigung, um eine Anzeige auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen. Soll ich bestätigen? Nicht, dass es der Atomsprengknopf ist. Hm. Ach du, ist auch egal. Ich weiß nicht. Nein. Ich weiß nicht, warten wir erstmal ab. Wir haben noch so viel Memme. Zeug. Wir haben noch so viel Zeug noch hier. Hm. Ach, manchmal müssen wir alles verwenden. Hm, ich weiß nicht. Ach komm, scheiße, jetzt macht das Ding aus hier. Wenn alle sterben, ist mir auch egal. Ja, aktiviere das Ding. Was? Noch nicht? Lassen Sie uns mal einen Blick drauf werfen. Genau. Ja, das heißt ja eigentlich nicht aktivieren. Kommt schon, Captain. Ja. Ihr Burger ist gleich fertig. Vielleicht kommt die jetzt im Porno oder so, mal gucken. Oh. Oh. Ein Spielchen. Scheiße, das ist ein Fuck-Rätsel. Nee, ich glaube, das war ziemlich einfach. Wir müssen bloß diese Reihenfolge logisch fortsetzen mit dem Knopf. Ja, das reicht doch. Kreis. Was soll man denn nehmen? Ich finde das aber total kompliziert. Das glaube ich anders nochmal. Siehst du da? Was? Also meine weibliche Intuition würde auf die letzten von rechts tippen. Darf das? Aber ja, ich weiß es nicht. Ja, weil es nur einmal vorkommt. Nee, zweimal. Aber ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht hat es auch zu tun, wie viele Ecken das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann nicht zählen. 5, 9. Was? 13? 6, 9. Wie viel waren das jetzt hier? 10. 13? Vielleicht 16? Das sind jetzt 9? 16 geht nicht, es gibt keine 7. Ich sehe da keine Logik drin. Muss man das gleich richtig machen oder hat man da einen Versuch frei? Ich weiß nicht. Ich denke mal, wenn man zuerst löst, im ersten Anhieb, kriegt man wahrscheinlich die volle Punktzahl dafür. Ach, die kriegen wir eh nicht. Ach, das kann nicht so schwer sein. Das ist doch bestimmt nicht. Das ist halt einfach bestimmt, oder? Also nochmal. Ich würde sagen, es hat damit zu tun mit den Seiten. Da muss irgendeine Logik drin stecken. Spock? Spock weiß auch nichts. Und was Rundes gibt's ja nur einmal. Ja, kannst du gar nicht nehmen. Mhm. Und so, nee. 1, 6, 10, 9, 12, 8. Ich hab echt keine Ahnung. Für mich sieht das völlig wahllos aus. Hm. Ich bin das irgendwie, weiß ich nicht. Nee. Ah, ich bin für das Recht, aber ich weiß es nicht. Das Haus von Nikolaus? Das ist doch kacke. Weil das waren jede Reihe. Das fehlt in der Reihe noch. Das Haus des Nikolaus. Ah! Was? Echt? Ja. Scheint, dass wir die richtige Wahl getroffen haben, Captain. Die Steuerungen zeigen an, dass das Energiefeld deaktiviert worden ist. War das jetzt rein nur Glückssache? Ich habe irgendwie sowas gehabt, irgendwie im Gefühl, dass ich das früher auch so gemacht habe im Spiel, dass die unteren irgendwie gleich waren. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, jetzt ehrlich nicht. Das müsste das Ding ja auch sein, hoffe ich mal. Ja. Juhu! So, da wir das Ding vorne nicht scannen konnten, jetzt können wir es bestimmt scannen. Los, Rekorder ran, Spock. Captain, es scheint sich um ein Massenspeichergerät zu handeln. Wow. Der Tricorder kann nicht feststellen, welche Informationen es beinhaltet. Riesen USB-Platte, ey. Das ist einfach nur ein alter Computer. Kannst du denn was machen, Spock? Also irgendwie so einer der ersten. Dran rumfummeln? Oh. Captain, eine kleine Anzeige ist aktiv. Aktivier. Scheint, als ob es sich bei diesem Gerät um eine Speichereinheit oder ein Archiv handelt. Archiv.
Ja, Archiv. Wirklich. Arsch. Wie faszinierend, das Archiv. Ja. Die Informationen sind in einem flüchtigen Speicher. Würde die Energiezufuhr zu diesem Gerät unterbrochen, dann gingen alle darin enthaltenen Informationen verloren. Eine seltsame Methode, ein Archiv aufzustellen. Okay, also Strom darf man nicht abbinden, sonst sind die ganzen Informationen, die da gespeichert sind, im Arsch. Im Archiv. Was befindet sich in dem Archiv? Die Anzeige deutet darauf hin, dass sich darin umfangreiche Daten zu holographischen Projektionen befinden. Schaltkreisdiagramme, Ausrüstungskonstruktion, Techniken, eigentlich alles, was man dazu benötigt, innerhalb einer Struktur lebensechte Projektionen bis aufs kleinste Detail herzustellen. Starfleet verfügt bisher noch nicht über diese Technologie. Es handelt sich daher um wichtige Erkenntnisse. Das hört sich an wie Hologramme oder sowas. Kann das sein? Das gab es zu der Zeit nicht in Star Trek? Okay. Dann nehme ich an, dass es eine gute Idee wäre, diese Daten zu sammeln, Mr. Spock. In Star Trek 5 gab es Hologramm. Echt? Mhm, weiß ich noch. Glaube ich. Echt? Wo denn? Auf dem Planeten, wo sie da sind. Und dann sind sie mit den Botschaftern. Irgendwas war doch da. Ja, und dann haben sie die doch entführt. Was hat das mit Hologramm zu tun? Und ich meine, ich hätte da irgendwie gesehen, dass sie da vorher mit denen so irgendwie Verbindung aufgenommen haben. Aber ich weiß es nicht mehr, das ist schon lang her. Nein, cool. In Ordnung, Captain. Dann war es vielleicht so eine Vorform. Oh. Captain, laut der Anzeige hat man von der Südseite dieses Raums den besten Blick auf die Projektionen. Dann gehen wir nach Süden, Leute. Und meine Herren, Süde. Kino. Ja, Popcorn, jemand? Oh. Ich rede schon die ganze Zeit vom Popcorn. Das sind Hologramme. Jetzt sind wir gescannt hier. Von ja, hinten, da Pilles Arsch. Oh, sexy Arsch. Der goldene Junge. Ja, das Schönste von allen. Ach ja, auch von hinten. Ja, mit Toupet. Der hässliche nochmal. Damals noch nicht. Klar. Nein. Doch, da hat er schon mal ein Toupet getragen. Kannst du nachlesen. Nein, das hatte Chekhov, hat ein Toupet. Nein, der hat bloß eine schreckliche Frisur gehabt. So, der hatte zuerst ein Toupet. Eindruckungsbock, echt? Ja, alle Toupets Chekhov. Oder was? Nee, nur Chekhov am Anfang. Nein. Am Anfang schon. Captain, ich bin dafür nicht verantwortlich, dass Sie ein Toupet tragen. Ich habe allerdings festgestellt, dass der Zugriff auf den Speicher nicht nur das Ausschalten dieser Einheit zur Folge hat. Es wird darüber hinaus auch ein Signal an ein anderes Gerät ausgesandt, das sich höchstwahrscheinlich irgendwo in diesem Komplex befindet. Die Beschädigung dieser Einheit hätte das Abschalten und die Signaltransmission zur Folge. Das wollen wir beides nicht eigentlich, ne? Wir wollen das ja behalten, die Daten, und wer weiß, wen wir da kontaktieren, wenn wir das Ding abschalten. Irgendwelche bösen Außerirdischen vielleicht. Vielleicht Spezies 8472. Oder die Borg. Oder den Putzdienst. Können wir das denn nicht vermeiden? Keine, Captain. Was, keine? Was ist das für eine Antwort, Spock? Was? Übrigens, Spock, sind Sie für den ganzen Schmerz der Welt verantwortlich, wollte ich bloß sagen. Ach so. Mann, warum? Na, weil du mein Toupet beleidigt hast. Du hast kein Toupet, kann ja auch nichts beleidigen. Was ist das? Irgendeine Art Idiotentest? Treiben Sie damit bloß keinen Schundluder, Spock. Sonst vergiften Sie diesen Planeten und seine Bewohner werden für immer in Unfrieden leben. Ich sag doch, du bist ein Weltenzerstörer, Spock. Jetzt weiß ich's. Pille hat die Funktion der moralischen Instanz. Pille? Okay. Ja. Doktor, Sie können nicht mit Sicherheit sagen, dass derjenige, der die Balkosi hierher brachte, nicht genau diesen Verlauf der Dinge plante. Die Aggressivität ist vielleicht das, was Sie für Ihre Fortentwicklung benötigen. Um die Informationen im Archiv sind die Belohnung dafür, dass die Balkosi die nächste Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Das wird so richtig philosophisch hier. Arsch. Sie wollen diese wertvollen wissenschaftlichen Informationen einfach nur in ihre Vulkanierpfoten kriegen. Kriegen ist ein blödes Wort. 30 Silberstücke dafür, dass die Balkosi ein Leben der Gewalt führen müssen. Jim, du kannst nicht zulassen, dass dieses gefühllose Ungeheuer den Balkosi das antut. Und du kannst nicht zulassen, dass man darauf wettet, was passieren wird.
Oh doch, ich bin die moralische Apostel, hast du gesagt. Soll ich mit dem Versuch fortfahren, Zugriff auf das Archiv zu erhalten, Captain? Ich weiß nicht, machen wir es denn kaputt? Ja, Spock, das könnte super sein. Lassen wir ein bisschen rausfinden. Sollen wir? Lassen wir es mal. Meinst du? Ja. Was machen wir so lange denn? Ja, keine Ahnung. Sollen wir es doch machen? Ich weiß nicht. Schwierige Entscheidung. Na gut. Gehen wir es mal woanders hin. Aber was können wir noch machen jetzt? Was haben wir noch an... Wir haben so viele Bauteile noch übrig. Ja, das ist ja. Wir müssen wir alle verwenden irgendwie.